Ladies and Germany! Schrei doch nicht so, die haben mich voll erschrocken! Herzlichst willkommen heute hier zur Folge Nummer 8. Princess Charming, ist es Folge 8? Ja, es ist Folge 8. Und es ist auch die vorletzte, denn nächste Woche haben wir das Finale und das war's. Dann kommt noch das Wiedersehen und das war's. Bin ich gespannt, ja. Und hier steht heute an, wer kommt ins Halbfinale und überhaupt. Also, es wird ein wilder Ritt. Hey. Wer die ganze Folge nochmal nachsehen will, tut das doch sehr, sehr gern auf RTL Plus. Hier zu abonnieren ist ein absolutes Muss. Und ich überlege gerade, ob das Mikro zu weit weg ist. Sollte das mir hier vielleicht in den Haaren hängen? Egal, ich hoffe, ihr hört mich. Redest du mit mir, oder? Ja. Ah, okay. Ich würde sagen, fast starten wir rein. Kurz will ich mich noch bedanken für euren Support für den Merch und dass ihr geschrieben habt, ihr findet die Sachen so cool. Also gesehen habt ihr sie ja noch nicht in live und in Farbe. Aber wenn, dann bin ich sehr gespannt, was ihr sagt. Schickt mir gerne euer Feedback, eure Fotos und alles pipapo. Und es war wirklich mega geil. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dem Merch. Und gerne wieder. Die Arme am Hoch, Mio. Ihr Süßen, jetzt aber. Oh, okay. Wer glaubt, hier ist ein Finale? Keine Ahnung. Man hat ja immer gedacht, Natalie. Nee, hab ich noch nie gedacht. Natalie ist zu verkrampft. Inzwischen habe ich auch das Gefühl, dass sie sich zu sehr im Weg steht. Aber ich könnte mir Alena auch vorstellen. Also ich sehe dich eigentlich, Nina, an der schönen Übernachtung steht. Ja, das ist schon ein Vorteil, das merke ich jetzt immer mehr. Also ich glaube immer noch, es wird ein Match zwischen Elsa und Nina, ehrlich gesagt. Also Alena weiß ich nicht, weil ich finde, die stehen total auf der Stelle. Da geht's immer nur ums Bumsen und ein bisschen sexy gucken und mehr war da ja auch bislang noch nicht. Also vielleicht ändert sich das die Folge. Und Natalie auf keinen Fall. Also die hat so Stock im Arsch. Ach so. Ja, okay. Dafür sind die anderen schon, glaube ich, persönlich viel, viel, viel weiter. Ich hoffe, ich komme ins Finale. Geil. Aber die Zeit hier hat mich auf jeden Fall gelehrt, alles ist möglich. Solange du wild bist. Ey, der Move, der war geil, ne? Ist gespeichert als Einspieler, kein Problem. Was hast du denn gedacht? Für mich ist es super schwierig einzuschätzen, wie weit Madeleine schon emotional an die anderen auch gebunden ist. Und das fühlt sich nicht gut an. Das verunsichert. Ich versuche das so ein bisschen wegzuschieben auch. Ne, und mich darauf zu fokussieren, was ich mit ihr habe. Das ist gut. Und das solltest du auch machen, weil alles andere bringt ja nichts. Ist so. Ich finde es total interessant, dass Madeleine sich überhaupt nicht in die Karten gucken lässt. Und hoffe einfach, dass ich bald mehr Klarheit habe. Ich glaube, die weiß halt selber nicht, was abgeht, die Madeleine. Ne? Die findet die alle wirklich toll. Und ja, da stehst du dann da und musst dich bald entscheiden. Schön. Schönes Gefühl. Und ich will auch echt nicht in deine Haut stecken. Für euch steht ein ganz besonderes Kennenlernen an. Oh. Aber keine Sorge, die beiden Ladies stehen außer Konkurrenz. Ja. Es ist nämlich die Folge, dass sie die Familie, also beziehungsweise ein Teil von, nee, es ist ihre Familie, würde ich mal behaupten, von Madeleine kennenlernen. Das liebe ich natürlich. Ich will immer wissen, wer gehört zu wem. Zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Und du? Und ich bin natürlich auch gespannt, was die sagen, ne, zu den Ladies. Ich bin mega aufgeregt, weil ich nämlich gleich meine Mama treffen werde und meine beste Freundin. Die dachten sich, sie kommen mal vorbei, um mal abzuchecken, wie hier die Lage ist. Und ich freue mich mega, mega, mega doll, die zu sehen. Schön. Bin auch gespannt, wie Madeleines Mutter aussieht. Man will es ja wissen. Ne, wo hat sie ihre Schönheit, ihre tolle Art? Ist es die Mutter oder ist es doch der Vater? Nee, glaube ich nicht. Es ist doch immer die Mutter. Hast Blatt auf Papier. Richtig schön siehst du aus. Als die beiden vor mir standen, war das wirklich wie so eine Fata Morgana und meine Gefühle waren voll durcheinander. Aber es war so schön, die zu sehen. Oh Mann, das freut mich so. Madeleines Mutter sieht ja immer nur zuckersüß aus. Und die Freundin sieht auch also aus, als würde sie da vielleicht auch die Zweitplatzierte nehmen, ne? Wie bitte? Mann. Das ist eine süße Maus, wollte ich damit sagen. Wie denkst du, wer du bist? Aber Madeleine, jetzt erzähl mal. Wirklich, erzähl mal alles. Okay. Was ist passiert? Wen werden wir kennenlernen? Wie sind die drauf? Wie fühlst du dich? Es sind noch 4 Frauen. Okay. Und die können alle unterschiedlicher nicht sein. Okay.
Also, und ich sag euch, wie es ist. Ich habe keine Ahnung, wen ich im Finale sehe. Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Also ich bin mir so bei 1-2, habe ich noch so einen kleinen Zweifel, ob die es so 100% ernst meinen, beziehungsweise ob die aus den richtigen Gründen hier sind. So. Wen denkt ihr, meint die? Elsa 100%, ne? Elsa und wer könnte es noch nicht wirklich ernst meinen? Elena vielleicht, wegen der Sache mit Daisy? Bei Nina habe ich schon das Gefühl, die meint es sehr ernst. Oder hier Franzi, jetzt schon wieder. Ich will sie schon wieder Franzi nennen. Ich glaube, Nathalie, du solltest zum Amt Namensumtragung von Nathalie auf Franzi. Weil so kann es hier nicht weitergehen. Das ist klar. Ja, ist so. Ach so, was ich sagen wollte, Nathalie, kann ich mir auch vorstellen, dass sie die meinte. Was denkt ihr? Was mir, glaube ich, noch voll wichtig ist, also die wissen alle, dass ich in der Klinik war. Und ja, ich weiß nicht, ob dass der eine oder anderen so richtig bewusst ist, dass es auch mal so richtig heftig werden kann und ich da wirklich jemanden brauche, die auch da bleibt. Also ich glaube, es gibt auf jeden Fall die eine oder andere, der es sehr bewusst ist, weil sie das selbst schon erlebt haben. Ich verstehe auch total, was Madeleine meint. Wenn du das nicht schon mal erlebt hast, wie krass das wirklich ist, dann ist das fast unmöglich einzuschätzen, finde ich. Familienmensch finde ich ganz, ganz wichtig, weil du weißt, wir sind eine Big Family und halten immer zusammen. Ist so. Mami, die Band. Jetzt habe ich gerade Mami gesagt und in dem Moment ist meine Mutter da, dass sie nicht geschrien hat, ja, Schatz, wundert mich. Das wäre mir ganz wichtig, dass sie für dich da ist und dass wir als Familie alle zusammen für dich da sind. Meine Mama ist oder war es nicht immer leicht mit meiner Sexualität. Und dass sie jetzt hierher gekommen ist, um mich zu unterstützen, ist eigentlich der allergrößte Liebesbeweis, den man sich denken kann. Wie schön, das freut mich. Ich bin immer für sie da, sie ist umgekehrt auch immer für mich da. Es ist toll, ich bin mega stolz auf meine Tochter. Ich fange an zu weinen. Wie heißen Sie denn? Also wir haben einmal Nina. Nina ist ein ganz, ganz herzlicher Mensch. Genau, dann haben wir Elsa. Elsa? Welche Elsa? Ja, Elsa. Staffel 1. Sagt mir aber auch was. Ich sag ja, das natürlich. Auch was aus der ja, ersten Staffel. Es war so eine gewisse Aufregung in meinem Bauch und auch in den Beinen. Es war wie so ein kleines Kribbeln. Natürlich, ja klar. Die finde ich doch auch ziemlich heiß. Ey, das ist ein bisschen das Problem mit Elsa. Egal, welche Sexualität du hast, ne? Wenn sie will, dann kriegt sie dich. Schluck, was soll ich dazu sagen? Die ist noch mal so nachgezügelt. Ja. Dann haben wir Elena. Sehr feminine Frau. Feminin? Aha, anscheinend steht Madeleine wohl sonst nicht so auf feminin. Würde ich da jetzt mal rein interpretieren. Ey, blond, blau, Augen, feminin, was kommt ich das euch? Das hat sehr viel Sexual Energy und ich weiß noch nicht so genau, ob es auch sehr romantisch werden kann, bin ich mir noch nicht sicher. Und dann haben wir Nathalie, da muss ich ein bisschen lachen, weil die ist ein bisschen cringe. Oh mein Gott, das ist ja die beste Beschreibung ever. Die ist halt sehr nervös, aber es ist auch ein ganz, ganz toller Mensch. Eine schöne Eigenschaft. Cringe zu sein. Nein, nervös zu sein, das ist doch schön, das ist doch authentisch, das muss doch so sein. Absolut, ey, die Mutter hat so recht und ganz ehrlich, ich finde, es ist auch eine schöne Eigenschaft, cringe zu sein. Ist es nicht so, dass wir alle versuchen, so wenig cringe wie möglich zu sein? Und das ist doch völlig bescheuert, Alter, seid doch cringe, Mann. Ich glaube, also viele denken bestimmt, ich bin auch cringe, ne, wie ich rede und so, aber das ist mir sowas scheißegal, Alter, ich bin, wie ich bin. Und wenn ich cringe bin, bin ich halt cringe. Aber dafür bin ich halt ich. Und das ist für mich viel mehr wert, als mich für irgendwen zu verstellen. Oder? Ja, das stimmt. Viel Spaß! Und nicht die juicy questions vergessen. Nee. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie gerne, Irina? Wie gerne leckt ihr? Werden wir schon dran denken. Hi! Hi! Ich umarme euch jetzt einfach. Ja, ich bin Gabi. Hi, ich bin Yassi. Ich glaube, meine beste Freundin hat eigentlich so am besten den Plan, für welche Frauen ich normalerweise gehe. Wollte ich hinsetzen? Also ihr kennt euch durch das Studio. Genau, wir waren Mitbewohnerin, deswegen. Ah, okay. Aber dann sind die eigentlich noch gar nicht so lange befreundet, oder? Also was natürlich nicht heißt, dass sie jetzt schlechtere oder bessere Freunde sind, aber es ist auf jeden Fall ein Fakt. Ja. Jetzt fragt ihr, woher wir uns kennen? Ja. Was glaubt ihr? Was glaubt ihr? Ratet mal.
Also ich habe die Madeleine in meinem Bauch kennengelernt, damals, vor 23 Jahren. Mann, ist ja so, ne, wie süß ist das eigentlich? Ist schon schön. Wer bin ich? Ich glaube, ich weiß es, aber vielleicht verwechsel ich es auch. Ich glaube, du bist die Frau von ihrem Vater. Oh. Nee, Nina, heute nicht, morgen auch nicht. Nein. Nein, okay. Dann die Tante? Nein. Dann die Mama. Ja. Die, okay. Die Mama? Die Mama? Jetzt hätte ich irgendwie gesagt, ja, ich hätte doch nicht gedacht, die Mama, weil du siehst doch, du bist auch ja gerade 30 Jahre alt geworden. Wann hast du denn Madeleine bekommen? Mit 10? Jetzt hätte ich mich da rausgeredet. Ist so unstinkt, ganz normal. Shit happens. Und findet ihr, ihr konntet jetzt schon in so einer kurzen Zeit auch schon so eine Verbindung aufstellen zu ihr? Oder wie sieht das da bei euch aus? Also ich habe das auf jeden Fall unterschätzt, wie wenig Zeit man hat und wie wenig man auch irgendwie so locker mit ihr interagieren kann. Aber ich hatte das Glück, dass ich bei ihr übernachten durfte. Und da wurde mir wirklich viel wertvolle Zeit geschenkt. Aber ja, ich möchte immer noch sie mehr kennenlernen und auch, dass sie mich mehr kennenlernt, auf jeden Fall. Weil die Zeit ist extrem begrenzt hier. Definitiv. Wow. Aber cool, dass du das Übernachtungsdate hattest. Fand ich auch. Ist eigentlich echt cool, ne? Es könnte ja auch sein, dass jemand das Übernachtungsdate hatte, der heute nicht mehr dabei ist. Oh. Gut zu wissen. Ich hätte an Ninas Stelle nicht erzählt, dass ich ein Übernachtungsdate hatte. Hattest du ja auch keins. Weil es sonst so wirken würde, als hätte ich schon genug Zeit oder viel mehr Zeit als die anderen Frauen hier im Haus mit Madeleine verbracht. Und naja, man würde ja das Einzeldate noch haben wollen, also man will ja noch mehr Zeit. Ja gut, das ist schon ein schlauer Schachzug. Hätte man machen können. Hätte, hätte Fahrradkette. Mann, Nina. Ja, ich muss sagen, ich bin also von Grund auf einfach eine sehr energetische Person. Mhm. Ich nehme Energien immer sehr stark wahr. Und das habe ich auch bei Madeleine ganz schnell gemerkt. Und aufgrund dessen haben quasi einfach unsere Augen für sich gesprochen und die Energie und somit auch die Connection, die einfach zwischen uns ist. Und das fühlt sich sehr, sehr schön an. Das Flirten habe ich von Mama. Aber ich finde das auch krass, ne? Weil für mich ist das eine Stagnation. Da ist nichts mehr gekommen, außer dieses Augengeflirte, dann ein bisschen übers Bumsen reden. Ich habe das Gefühl, habe ich das nicht eben schon mal gesagt? Ich glaube, ja. Aber das ist irgendwie, naja, immer dasselbe, was sie sagt. Oder? Es war komisch zu hören, wo steht jede Frau mit Madeleine und wie ist die Bindung. Und macht einen unsicher, auf jeden Fall. Ach, jetzt lass ich nicht verunsichern, Natalie. Ich bin mal gespannt, was die so zu erzählen hat. Madeleine und ich finden uns sehr zueinander hingezogen. Wir hatten sehr cringe, komische Momente miteinander, weil ich halt wirklich sehr nervös war, auch in ihrer Gegenwart. War. Und ich fand es schön, so die letzten Gespräche, die wir hatten miteinander, habe ich ihr viel von mir erzählen können und auch Facetten an mir zeigen dürfen. Und das war für mich total schön, weil das irgendwie sich so ehrlich angefühlt hat. Okay, cool. Aber man hat jetzt schon das Gefühl, wenn alle vier gesprochen haben, Natalie ist hintendran, ne? Hintendran ein bisschen. Zu 100%. Ey, mir hat irgendwer geschrieben, ich sehe aus wie Natalie. Findet ihr das auch? Sag ich nicht nein. Ist auch eine schöne Frau. Da ist mir auch wieder aufgefallen, wie unterschiedlich so die Verbindungen sind oder wie unterschiedlich ich die Verbindungen auch wahrnehme von den einzelnen Frauen im Haus mit Madeleine. Und ich hoffe, ich kann einfach vertrauen auf das, was ich mit ihr habe. Ja, bleibt einem ja nichts anderes übrig, als darauf zu vertrauen, was man mit Madeleine hatte, ne? Ich meine, Madeleine ist ein sehr weltenoffener Mensch. Ne? Sie hat schon in Tansania gewohnt, jetzt in Holland, so, ne? Könntet ihr euch auch vorstellen, im Ausland zu leben? Das ist ein Muss für mich. Hab mit ihr auch schon ein bisschen darüber geredet. Wir haben beide so den kleinen Traum, dass wir einen Camper ausbauen wollen. Genau, so. Genau. Ich ja. Auch, ich war so, Projekt. Aber ganz ehrlich, ist das nicht ein Traum, den jeder zweite Mensch hat? Weil das sich doch einfach so romantisch anfühlt und irgendwie... Also, weiß ich nicht. Das würde mich jetzt gar nicht so beeindrucken, wenn da jemand ist und sagt, ja, den habe ich auch. Würde ich sagen, ja gut, brauche ich vielleicht doch einen originelleren Traum, eventuell. Ja. Ja, also ich bin eine Person, ich habe eigentlich nie so richtig einen Plan, weil ich so flexibel bin. Aber eins weiß ich, ich liebe Köln. Du lebst auch gerade in Köln? Ja. Ich kenne Köln, ich kann nicht verstehen. Karneval Köln, mega. Boah. Ich hab nicht, dass Elena Karneval meint, aber gut. Ist halt auch das Erste, was einem einfällt, wenn man über Karneval redet.
Karneval. Nee, aber das wird vermutlich immer irgendwie meine Base sein oder so. Mir das Heimatgefühl auch geben. Ich kann mir auch vorstellen, im Ausland zu leben für eine gewisse Zeit. Aber was dann so Familienplanung und sowas angeht, würde ich dann tatsächlich das Ganze doch eher in Deutschland machen wollen und dann gucken, ne? Schauen wir mal, was wird, meinst du? Ich war extrem aufgeregt, weil Madeleines Bezugsperson kennenzulernen bedeutet schon echt viel. Also ist heute Elena mal die mit den schlotternden Knien und nicht Natalie. Jetzt hast du gerade mal Familie angesprochen. Das ist natürlich. Was habt ihr anders erwartet? Ganz wichtig für mich, weil Madeleine und ich, wir beiden sind echt ein Dreamteam, also unsere ganze Family. Wir halten total zusammen, weil Madeleine, wie ihr vielleicht wisst, schlechte Zeiten gehabt hat. Und waren für mich auch wirklich ganz emotionale Zeiten. Ne? Und deswegen ist es wichtig, Familie muss da sein, der Zusammenhalt und auch ihr das eben auch geben können. Das müsstet ihr auch wissen. Ganz kurz, ich denke mir das auch immer so, wie das sich als Mutter anfühlen muss, wenn dein Kind krank ist. Das muss ja so schlimm sein, auch mit den Vorwürfen, die man sich macht. Obwohl man vielleicht gar nichts damit zu tun hat, hat man doch bestimmt das Gefühl, oder ja, man fängt an, die Schuld bei sich zu suchen. Das tut mir unfassbar leid. Also dieser Gedanke allein schon, der bricht einem irgendwie das Herz, oder? Und dann halt nochmal, dass es dein eigenes Kind ist. Wo du ja willst, dass es einfach glücklich ist, dass es dem gut geht und so. Das ist schon hammerhart. Wünsche ich so niemandem. Also das auch ehrlich meint. Ja, ich habe mit ihr da auch drüber geredet. Ich habe selber sehr schlechte Zeiten hinter mir. Und ich habe das Gefühl, dass mich das auch mit ihr verbindet. Und ich glaube, dass wenn man das leider mal erlebt hat, einfach ein sehr großes Verständnis dafür hat, dass man sagen kann, ich bin immer da und das Wichtigste ist, dass dir gut geht. Ja. Ja, schön gesagt, Nina. Ich glaube schon, dass sie jemanden braucht, der von Grund auf eigentlich erstmal Stabilität ausstrahlt und ihr Sicherheit geben kann. So, weil wenn es halt dann zwei Personen nicht so gut geht, zieht man sich vielleicht gemeinsam runter. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass da jemand ist, der stark ist und ein bisschen Sonne in ihr Leben bringt. Das ist wirklich eigentlich, also wenn man es mal richtig betrachtet, hammerhart, dass sie das sagt, während Nina da sitzt, ne? Aber es ist auch etwas Wahres dran, bin ich der Meinung. Weil es ist genau das, wenn gleichzeitig beide einen Depressionsschub haben zum Beispiel, dann kannst du, wenn du gerade in deinem Schub bist, kannst du die andere Person nicht wieder da rausholen. Wisst ihr, wie ich meine? Da brauchst du jemanden, der Stabilität dir gibt und einfach gerade für dich da ist und dir zum Beispiel helfen kann, zu essen, helfen kann, dass du duschen gehst, helfen kann mit der Wohnung. Also das sind so Sachen, ich verstehe total, was Elsa damit sagen will und was sie meint. Und ja, das muss natürlich Madeleine dann im Endeffekt entscheiden, wie sie das bewerten möchte. Aber es ist etwas, woran man auch denken sollte, genauso wie man daran denken sollte, ob man bereit dazu ist, mit einer Person, dann wie Madeleine in dem Fall, eine Beziehung einzugehen. Ne? Was ja auch immer wieder hier gesagt wird, dass die sich das klar machen, was damit auf die zukommen könnte. Ne? Ja. Was ich noch fragen wollte, weil du warst ja auch schon in der ersten Staffel mit dabei, ne? Ja, du wolltest nicht so wirklich in eine Beziehung gehen, ne? Ist das so? Also wie kann die das denn so krass in Erinnerung haben? Ich habe das nicht in Erinnerung. Also ich habe Erinnerung, dass sie ja zwei Platzierte war und sich dann Lou geschnappt hat. Das ist meine Erinnerung. Okay, schön. Also denkt sich so, what the fuck? Ich weiß, ich habe auch Madeleine darauf angesprochen. Ich meinte, dass ich total hoffe, die Chance zu bekommen, mich zu zeigen, wie ich jetzt bin. Mhm. Leider hatte ich ja nicht ganz so viel Zeit wie die anderen. Ich hoffe, die noch zu bekommen und... Schleimer. Und, ja, ich bin eigentlich voll der Beziehungsmensch. Guck mal, die macht's wirklich schlau, ne? Die sagt so, ja, ich hatte noch nicht so viel Zeit. Bitte gib mir die Zeit, gib mir das Einzeldate, so. Weil die werden zum Schluss entscheiden, wer dann mit Madeleine auf ein Einzeldate geht, ne? Eigentlich. Und würde auch voll gerne eine haben. Ja, sie ist toll. Was soll ich sagen? Ja. Mein Ruf eilt mir voraus, sage ich mal. Mir war schon bewusst, dass das vielleicht ein Thema werden könnte. Besser ist es, dass wir darüber sprechen, als wenn sie es für sich behalten, irgendwas über mich denken und ich es nicht weiß. Absolut, ne? Aber ich finde es einfach absolut geil, dass die Gabi weiß, wer Elsa ist. Also das ist wirklich mein absolutes Highlight. Was war das für eine Erfahrung, ey?
Hammer. Ich bin so geflasht. Ich bin auch so geschockt. Ich weiß gar nicht, was ich denken soll. Das ist wirklich Wahnsinn. Also vier unterschiedliche Frauen. Krass, oder? Viel lockerer und schöner, als ich dachte. Ich auch, fand ich auch. Also ich habe irgendwie gar nichts gedacht am Anfang. Die haben es auch einfach gemacht, finde ich, uns. Die waren so offen und herzlich. Ja. Waren alle sehr charmant. Ja. Also ich weiß auf jeden Fall, warum Madeleine die ausgesucht hat. Also 100%. Natürlich war da so eine Person, wo es wirklich sehr, sehr viel Geschleimer gab. So ja, ich fand mich da schon so glitschig. Meint die Elsa, weil das wäre lustig, weil Madeleine meinte das ja auch selbst, als Elsa gesprochen hatte, Schleimer, meinte die schon, haben die gleichen Gedanken. Für mich war das nicht so schleimisch, für mich war das halt eher so, weiß ich nicht, schleimisch war es für mich nicht. Also als sie reinkam, habe ich gedacht, boah, wow, Wahnsinn. Die hat mich wirklich auch geflasht. Ja. Ich traue ihr nicht so ganz, ob sie es wirklich ernst meint. Ja. Wen? Reden die jetzt immer noch über Elsa? Man weiß halt nicht, über wen die gerade reden. So, ja. Wer denkst du wird's? Ja? Wollen wir das machen? Geil. Die haben jetzt wen ausgewählt und jetzt gibt es natürlich die große Verkündung. Wer darf mit aufs Einzeldate? Ja, komm. Okay, let's go. Also ihr habt alle eure Persönlichkeit. Ihr seid total komplett unterschiedlich. Das wird für Madeleine sehr schwer. Ja, tatsächlich. Aber wir mussten uns entscheiden. Und ja, das ist die Elena. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Aber vielleicht, weil man das Gefühl hatte, als sie gesprochen hat, dass die zwei noch nicht so viel Zeit miteinander hatten, ne? Nice. Ja, ich glaube, wir dachten so, dass du vielleicht noch mal ein bisschen Zeit mit Madeleine brauchen kannst. Genau, das meine ich. Danke, ich freue mich sehr. Mich würde interessieren, wenn ich hier so mache, ob ihr seht, wie das Trockenshampoo aus meinen Haaren flattert. Weil die sind so fettig. Ich dachte eigentlich hier, ich mache den, ne? Aber irgendwie dachte ich dann so, ich dachte, das sieht cool genug aus. Habe ich wirklich ernsthaft gedacht. Oder sehe ich aus wie ein frecher Bub, der sich eine Käppi falsch rum auf den Kopf gezogen hat. Ich meine, wäre auch okay. Aber soll ich mal anlassen? Gerade fühle ich mich ein bisschen cool, bin ich ehrlich. Ich bin mega aufgeregt. Also ich bin wirklich nervös, als würde ich jetzt irgendwie ein Blind Date haben, was ich auch habe. Und ich bin so gespannt, wen die sich da rausgesucht haben. Was? Will die mich verarschen? Ey, ich hab geil! Wie geht's dir? Super. Überraschung! Ich bin gespannt. Also jetzt kriegt sie ja hier das Einzeldate und ich bin gespannt, ob es mal da ein bisschen drüber hinausgeht als das, was sie sonst miteinander besprechen. Super aus. Gleichheit. Dankeschön. Oh, ich freue mich. Da war ich wirklich so überrascht. Ich hätte halt einfach nicht damit gerechnet, dass meine Mama und Yassi sie auswählen. Aber fand ich geil. War gut. Krass, aber warum hat sie nicht damit gerechnet? Hätten die gedacht, Nina wahrscheinlich, ne? Oder wen? Madeleine, sag doch mal. Wir müssen das doch wissen. Das ist sehr unbezahlbar. Oh mein Gott, Elena, ein witziger Witz. Langsam wird's. Da gab es einen kurzen, süßen Kuss. Und ja, wir haben uns ein bisschen wie bei Titanic gefühlt. Wir sind halt auch so Surfbrettern mit Turbo, ne? Ist ein absoluter Heidenspaß. Könnt ihr euch gerne in voller Länge bei TV Now angucken. Scheiße, RTL Plus heißt der Bums ja heutzutage. Aus meiner Sicht hat Elena das Einzeldate nicht verdient. Definitiv nicht. Ich glaube, dass Elena eine gute Zeit hier haben möchte. Und ihr Fokus nicht darauf liegt, wirklich eine Beziehung zu finden. Okay. Hört ihr den Vorschlag, Hammer? Es hört sich für mich so an, als wäre der halt direkt vor meiner Haustür. Ist er aber nicht. Tut mir leid. Achso, das check ich auch gar nicht. Ich check das nicht. Sorry, aber ich check's einfach nur. Aber ich check's, die haben doch gesagt, damit die mehr Zeit haben. Die eine, guck mal, Nina hatte ein Übernachtungsdate. Elsa hat zu viel rumgeschleimt. Ja, so ist es dann. Boah, dieses Geräusch ist so laut. Tut mir leid. Ah, oh, es ist so intens alles. Also würden meine so Familie und Freundinnen irgendwie jemanden dann auswählen, den ich eh schon gut finde, das wäre für mich schon nochmal auch echt ein Zeichen und ich würde sehr, sehr ernsthaft nochmal darüber nachdenken. Ja, aber dann müsst ihr ja die Begründung dazu hören. Dann wüsstest du, dass das nicht so ein Zeichen ist, sondern einfach nur, dass ihr mehr Zeit miteinander verbringt, weil ihr noch nicht so viel hattet anscheinend.
Ja, ich auch. Also das wird das Ganze heute Abend noch mal sehr durcheinander werfen. Ich find's auch krass. Deswegen, das ist so eine heftige Dynamik. Es kann sich irgendwie, hab ich das Gefühl, jeden Tag ändert sich das. Oder? Klar, mit jedem Date. Eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass Alena nicht weiterkommt. Aber ja, müssen wir abwarten, was sie dann erzählt. Fuck, meint ihr, sie schickt heute zwei nach Hause? Klar. Heute ist Halbfinale. Finale wird wohl nicht mit drei sein. Beide so, bist du dumm? Also ich kann mir gut vorstellen, dass Elsa und ich ins Finale kommen. Aber es täte mir ja unglaublich leid für Elsa, weil dann würde sie schon wieder Zweite werden. Halleluja, ich musste mir das Lachen ganz schön verkneifen. Ich hoffe, ihr habt es nicht gesehen. Blöd, ne? Genau mein Humor. Ich muss aber hier ein bisschen. Du bist ja echt schmerzempfindlich. Guck mal, sie pitcht ihr da so in den Nacken und du bist ja echt schmerzempfindlich. Genau, wir wären dann schmerzempfindlich, frage ich euch. Das ist brutal provokant. Ich dachte, du stehst auch ein bisschen auf Schmerz. Ja, aber nicht solch ein Schmerz. Also ich muss sagen, wenn wir beide im Finale sind und du bist wieder Zweite, ne? Das würde mir schon auch das Herz brechen. Ey, wäre ich mit Elsa im Finale, mir würden die Knie aber sowas von Schlott an. Na, da freut sich keiner. Ja. Naja, ich weiß ja schon, wie es ist. Aber ich finde, ich passe gut zu ihr und du passt auch gut zu ihr. Finde ich auch. Und ich finde, ihr passt auch gut zusammen, ihr zwei. Bin ich ehrlich. Habe ich letzte Folge schon gesagt. Jeder so auf seine andere Art und Weise. Ja, voll. Also wir bringen schon auf jeden Fall sehr unterschiedliche Sachen noch mit. Ja. Bei dir und bei Alena checke ich nicht so richtig. Warum? Wie ihr zusammenpassen sollt, aber... Wieso? Muss da sein, steht auch ein bisschen auf dem Schlauch. Warum sonst? Ich sehe es irgendwie nicht so richtig. Die sind aber auch geil, ne? Keiner guckt Natalie mal in die Augen. Die reden so an der vorbei. Beide. Ich finde, du und Alena passen. Ja, das sehe ich jetzt auch nicht. Keine Ahnung, ich beurteile das nicht, wie ihr zu ihr passt, weil ich euch nicht in der Dynamik mit ihr sehe. Ja, genau, das fehlt mir halt auch. Deswegen ist das nicht mein Bier. So, ich versuche mich auf mich zu konzentrieren und was ihr mit ihr habt, ist cool, aber... Bei mir ist cooler. Ich finde es anmaßend. Warum wertet man ab? Ja, um sich vielleicht selber aufzuwerten. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und deswegen würde ich da einfach irgendwie einen Ball flach halten. Ey, ich muss direkt an Kim Virginia denken. Kim Virginia, letzte Folge Alto. Wenn ihr wisst, dann wisst ihr. Mich packt niemand an mit irgendwelchen cheapen Händen. Und sie hat cheap hands. Was suchst du in der Partnerschaft? Mir ist wichtig, dass ich mich von meiner Partnerin fallen lassen kann. Und dass ich einfach das Gefühl von Vertrauen habe. Weil ich das Gefühl in meiner Familie einfach nie bekommen habe. Und das auch nie geben konnte. Und ich lange irgendwie damit Probleme hatte. Und das ist mir echt super wichtig in der Partnerschaft. Und auch, dass es so, dass ich viele Abenteuer mit meiner Partnerin erleben kann. Also sei es jetzt im Bett oder außerhalb des Schlafzimmers. Ey, warte mal kurz, das ist krass. Das ist mal was Neues über Alena. Und ich fand Madeleines Blick auch irgendwie krass. Sie einfach nur so. Vielleicht fühlt sie es genauso. Okay. Ich mag einfach gerne neue Dinge auszuprobieren und ich wünsche mir eine Partnerin, die genauso offen für die Dinge ist. Du? Für mich ist es auch mega wichtig, dass man zusammen wächst. Ich glaube, ganz viele haben ja so die Einstellung, wenn man noch ein bisschen jünger ist und wollen die erstmal Erfahrungen machen, erleben. Aber ich finde, man kann das auch in einer Partnerschaft zusammen machen. Und dann teile ich die mit jemand und dann weißt du auch eine Person, die genau weiß, wie sich das angefühlt hat in dem Moment. Und das finde ich mega, mega schön. Voll. Sehe ich genauso. Weißt deine Mama, dass du hier bist? Ja, weiß ich. Ja? Ja. Sie ist Ehrlichkeit. Beziehung zu ihr. Ja, die Beziehung zu meiner Mama war nicht immer gut. Auch eine Zeit lang so, konnte ich einfach irgendwie gar nicht mehr richtig schlafen, weil das alles familiär so extrem war. Und auch die Sache mit meiner Sexualität und diese Desorientierung, dass ich mir dann echt einfach so, ja, als 14-Jährige mir da Weinflaschen gekauft habe, mir das alles gekippt habe, um einfach irgendwie mal schlafen zu können. Krass. Die Arme. Ich bin froh, dass das für sich, dass sie das für sich und ihre Familie regeln konnte. Und das sind halt so Situationen, aus denen wächst man hoffentlich heraus. Und die machen uns natürlich so zu den Menschen, die wir dann heute sind. Deshalb bin ich so stolz auf dich, dass
du das geschafft hast bis hierhin und dass du so eine tolle Beziehung zu deiner Mutter hast. Bist du stolz auf dich? Ich würde schon sagen, dass ich stolz auf ihn bin. Das sein. Tschüss. Mir war das wichtig, einfach mal so ein bisschen Einblick zu haben, was Alenas Werte sind. Und ich fand es total emotional und schön, dass sie es mit mir geteilt hat. Ja, das finde ich auch, weil ich wollte auch mal ein bisschen mehr erfahren. Ich finde, bislang war das wirklich schwer, da irgendwas aus Alenas Nase zu kitzeln. Und dann ist doch heute wirklich endlich mal ein bisschen was rausgekommen. Das heutige Date hat mir auch noch mal gezeigt, okay, es ist nicht nur sexuell irgendwie zwischen uns etwas, sondern auch irgendwo emotional. Es hat sich auf jeden Fall sehr gut angefühlt. Schön. Danke fürs Teilen. Ich bin da für dich. Es ist so schön. Süß eigentlich, die zwei, ne? Ganz süß. Also meine Mama und Jessi haben auf jeden Fall die richtige Wahl getroffen. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass Alena da kommt. Aber ich bin froh, dass es so war. Schön. Das freut mich. Ey, habt da gut gemacht, Mutti und beste Freundin. Grüne Fahne. Sehr gut gemacht, Baby. Hey, Uschi. Schlaf ruhig weiter. Was hast du gemacht? Boah, ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber das ist so ein Brett, was man mit so einer Fernbedienung steuert. Ah, das ist und dann so fliegt oben. Das so hoch. Konntest du es gut? Das hat so Bock gemacht, ne? Alter, war das geil. So, irgendwie dachte ich, hättet ihr noch mal so Romantico-Date. Also romantisch war das auch, aber das war auch mit Action. War sie erstaunt? Ja, die war mega überrascht, aber die war auch total happy. Klar. Geil. Was ist so dein Gefühl? Ich weiß auf jeden Fall, dass ich jetzt so ein bisschen näher mit ihr bin. Mhm. Und dass uns auch gewisse Dinge einfach verbinden. Und ja, Fakt ist, wir hatten heute einen mega Tag. Das war echt geil. Also würde sich sehr überraschen, wenn du heute gehen müsstest. Es kann sich ja trotzdem noch alles ändern, aber ich habe da schon ein sicheres Bauchgefühl. Ja. Na krass. Ey, wer soll gehen? Keiner. Die sagt, komm, wir gehen alle vier in eine Beziehung. Das sehe ich für die. Wie wart ihr so miteinander? Keine Ahnung, wir waren einfach so voll für uns. Und körperlich ein paar Mal geküsst. Und ansonsten so Arm in Arm nur da gelegen. Ja, ansonsten viel geredet. Jetzt spüre ich, wie unfair ich es finde, wenn dann halt so eine Alena im Haus sagt, sie kann das Gefühl nicht aufbauen und dann aber vor ihr so krasse tut, als wäre sie voll into her so. Ah, daher wird der Wind. Deswegen gönnt sie dir nix. Ja gut, das ist aber wirklich ein bisschen scheiße, ne? Aber vielleicht hat sich das ja auch bei Alena jetzt erst entwickelt. Das weiß Elsa ja auch nicht. Also ich finde, ihr habt eine krasse sexuelle Anziehung, aber ich sehe jetzt gar nicht so emotional irgendwas bei dir tatsächlich ihr gegenüber. Ich weiß nicht, wie ernst du es mit ihr meinst, so. Aber ich weiß auch nicht, wie ernst du es mit ihr meinst, so. Also ob du jetzt so ernsthaft dir eine Beziehung vorstellen kannst, ich verstehe das. Ob du sie ernsthaft kennenlernen wollen würdest, auch außerhalb von alledem hier und so, keine Ahnung. Klar habe ich ernste Absichten und ich will sie auch weiterhin kennenlernen, das ist Fakt. Wenn es um das letzte Einzeldate geht, vor dem Finale, da liegen die Nerven auch einfach blank. Aber ich finde es unfair, darüber zu urteilen, weil keiner weiß, wie diese Einzelgespräche untereinander verlaufen. Ja. Absolut, aber es hat ja nichts mit unfair zu tun, sondern damit, dass die vielleicht anders urteilen als du, oder? Nimm's dir nicht zu Herzen. Wir wissen, ihr hattet ein schönes Date. Also ich kann nur für mich reden. Ich habe das Gefühl, ich habe eine ziemlich tiefe, ja, du hast eine sehr emotionale Bindung zu ihr. Ich glaube, es muss halt irgendwie diese Mischung sein. Es darf nicht nur emotional sein und nicht körperlich. Es darf nicht nur körperlich sein. Es muss so irgendwie beides sein. Aber wart ihr jetzt schon körperlich? Ich will darüber nicht hier reden. Ja gut, aber dann frag auch Alena nicht. Ich finde, die müsste jetzt ein bisschen was, müsste sie langsam mal zurückgeben. Die Mädels wissen anscheinend immer noch nichts. Frechheit. Okay. Keine Ahnung, was mit Elsa ist. Uns gegenüber oder mir gegenüber hier im Haus wirkt sie einfach manchmal sehr kühl und reserviert. Ja, aber das ist sie auch, ne? Das war sie auch schon in Staffel 1. Ich glaube, das ist einfach eher ihre Art, Mensch zu sein. Ja, und jetzt steht auch die letzte Kettennacht an. Also die letzte Kettennacht vorm Finale. Madeleine kommt. Die Madeleine kommt. Und wir schauen mal rein. Heute ist mir auf jeden Fall besonders wichtig, dass ich bei jeder Frau noch mal
irgendwie ein Gefühl bekomme. Also gar nicht unbedingt Gespräche, sondern eher Nähe, weil ich gerade rational nicht weiß, wie ich mich entscheiden soll und deswegen so ein bisschen hoffe, dass mein Gefühl mir da einfach so ein bisschen weiterhilft. Ey, ich finde, das klingt total ausgangslos, auswegslos. Oder? Also, wie soll denn jetzt heute irgendwie noch was Krasses passieren oder ihr helfen oder sonst? Also, es sei denn, es sagt jetzt eine, ich steige freiwillig aus, okay. Es wird auf jeden Fall dann wahrscheinlich für sie noch mal viel ändern, aber alles Weitere. Was soll da passieren? Wisst ihr, wie ich meine? Die findet ihr alle toll. Na, ihr? Na, du? Schick sie das hier aus. Oder? Habt ihr aber alles vorbereitet? Klar, alles vorbereitet. Ich stehe Stunden in der Küche. Wie war das für euch, dass Alena mit aufs Date gekommen ist? Scheiße. Ich glaube, wir hätten uns das alle für uns selber gewünscht. Und ja, klar, ist es auch ein Gedanke, so, okay, warum wurde Alena jetzt ausgewählt und nicht ich? Sehen deine Mama und deine beste Freundin irgendwie kein Potenzial in mir? Passen wir irgendwie nicht zusammen? Ey, habt ihr gesehen, Elsa hat so den Arm, ne, um Madeleines Stuhl. Die weiß genau, wie das so läuft. Ja, es macht auf jeden Fall was mit mir. Ich weiß nicht, ob sie sie genommen haben, weil sie dachten, dass sie am besten zu dir passt. Oder ob sie sie genommen haben, weil sie dachten, dass ihr noch ein bisschen Zeit miteinander braucht. Mhm. Und so hatte ich das eigentlich eher verstanden. Ich auch. Das haben die auch eigentlich ganz klar so gesagt. Bei der Formulierung, sorry, ich bin ganz ehrlich, es ist so. Ja, das stimmt auch. Hast du erzählt, was wir gemacht haben? Ja, dass es unheimlich viel Spaß gemacht hat und ich einfach ja, die Zeit mit dir genossen habe und ja, dass wir viel Action auch hatten. Ja, sehr viel. Mann, manchmal regt es mich ein bisschen auf, wenn Leute so lahmarschig reden. Elena ist auch so ein Mensch. Da denke ich mir, komm zum Punkt. Oh, mein Papa ist auch so, sorry, Papi. Du willst, fragst ihn eine Sache, ne? Und eigentlich willst du nur Ja oder Nein hören. Dann kommt er so. Also. Und dann holt er erstmal aus. Und du denkst, hätte ich's doch lieber gelassen mit meiner Frage. Ich glaube, das interessiert uns irgendwie alle. Wie stellst du dir das denn vor, wenn du nur mit einer von uns hier rausgehst? Also ich muss ja jetzt gerade noch, ich schreibe ja gerade meine Bachelorarbeit. Mhm. Muss sie natürlich auch beenden. Und ich habe die Möglichkeit, nach Hongkong zu gehen. Surprise. Wow. Drop ich einfach mal. Alles klar. Okay, Hongkong ist auf jeden Fall nicht Europa oder so, ne? Das ist auf jeden Fall schon eine Hausnummer, würde ich behaupten. Darf ich dich fragen, ob du deine Beziehung über dein Studium stellst? Oder würdest du dann so sagen, nee, ich mache das jetzt einfach, weil mir mein Studium extrem wichtig ist? Also für mich, wenn ich in einer Beziehung bin, dann mache ich keine Entscheidungen alleine. Sie so, ja, die Alte fährt mir nicht nach Hongkong. Und es kommt halt einfach so krass auf die Situation an. Also ich würde niemals sagen, so, ich habe mich jetzt schon dafür entschieden, ohne mit dir darüber geredet zu haben. Und so ist das jetzt. Und ich glaube, ja, mit der richtigen Partnerin wird dann auch die richtige Entscheidung getroffen. Finde ich gut. Grüne Fahne. Weil das ist natürlich auch wichtig zu wissen, wenn du mit jemandem eine Beziehung eingehst. Okay, wie flexibel ist denn diese Person überhaupt? Auch mit ihren eigenen Plänen. Finde ich aber auch genauso wichtig bei einer Nathalie, die sagt, sie will auf jeden Fall Kinder und das in den nächsten 3 Jahren und Familie gründen. Wie flexibel ist sie? Kann sie auch noch mal 10 Jahre warten oder nicht? Also das sind ja alles Dinge, die muss man schon wissen und absprechen, auf jeden Fall. Aber wie macht das mit dem ganzen Reisen schon an? Ich weiß, Nina. Die hat nämlich gesagt, die ist auch nicht so eine Reisemaus. Aber Madeleine hat auch schon gesagt, sie nimmt dich an die Hand und dann macht er das zu zweit und ist alles kein Problem. Entspann dich. Das muss dir keine Angst machen, wirklich nicht. Ich glaube sogar, dass meine Lebensplanung und die von Madeleine am besten zusammenpassen. Ich bin nicht ortsgebunden durch meinen Job. Dementsprechend würde das eigentlich schon sehr gut zusammenpassen. Ja, das würde schon gut zusammenpassen. Aber dass du halt schon mal bei Princess Charming warst und eigentlich immer nur gewinnen willst, das passt halt nicht so gut. Ich bin auch ein kompromissbereiter Mensch und ich glaube, da kann man einen guten Weg finden zusammen auch. Das wollte ich hören, gerade von Nathalie. Super. Dann nehme ich dich ganz kurz 5 Minuten zur Seite. Gerne. Ist viel, ne? Mhm. Aber also für mich ist heute auch viel. Und ja, ist für mich einfach super wichtig. Ich bin leider einfach, was Job und so angeht, noch gebunden. Und ich bin auch gefühlsmäßig sehr gebunden an Berlin. Mhm. Und ich merke, wenn ich so darüber rede, und ich kann mir eine Fernbeziehung auf jeden Fall vorstellen, aber ich sehe das schon als eine Hürde. Mhm.
Ich will es einfach ehrlich sagen. Krass. Das finde ich krass, dass Nina das ehrlich sagt, weil das könnte sie natürlich auch ins Ausschießen. Oder wenn Nina zwischen, also Nina und irgendwie eine andere Frau vielleicht ins Finale gehen sollten oder ne, weil Madeleine auf dem ersten Platz steht, könnte das auf jeden Fall etwas sein, was der Grund ist, dass Madeleine sich dann für die andere Person entscheidet. Wenn die andere zum Beispiel sagt, ich bin da total flexibel, ist überhaupt alles gar kein Problem. Ne? Ich kann aber auch noch mal auch gerne noch ganz ehrlich sagen, ich finde, du bist eine wundertolle, schöne Frau, von innen wie von außen. Also vor allem von innen, finde ich. Weil ich habe ja schon mal reingeguckt, also meine Zunge, als ich drin war, Kamera habe ich draufgesteckt. Vorher hast du nicht gemerkt. Ich verstehe gar nicht, was so witzig ist. Ich fühle mich mega wohl bei dir und ich bin wirklich ernsthaft geflasht davon, dass ich so denke, ach krass, dass alles, was ich mir irgendwie so mal erhofft und vorgestellt habe, das gibt's in echt. Und ich finde das gruselig. Und das macht mir Angst. Und ich merke, dass mich das extrem stresst. Aber auch, weil ich keine Rückmeldung von dir bekomme. Und bei mir macht es ein kleiner Fluchtinstinkt breit. Scheiße. Ey, das hatte ich mir schon gedacht, dass Nina irgendwann mir so um die Ecke kommt. Mann, ich hoffe nicht, dass sie abbricht oder so, weil das finde ich richtig, richtig traurig. Weil ich denke, die beiden passen sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Deswegen weiß ich nicht, ich will das einfach gesagt haben. Ich will nicht, dass du denkst, dass ich mich distanziere, weil ich keinen Bock habe, sondern dass ich mich distanziere, weil ich weiß. Ja, ich Schiss habe und danke, dass du dich öffnest. Ja, und es wäre schön, Madeleine, ich glaube, wenn du dich auch ein bisschen ihr gegenüber öffnest, ein bisschen Feedback geben, wie sie sich das halt gewünscht hat. Ich meine, sie hätte es verdient. Aber ich glaube, Madeleine weiß halt einfach nicht, was sie sagen soll, außer sie findet euch toll und ja, der Rest wird sich zeigen, ne? Aber trotzdem ist es scheiße. Sie ist ja auch immer noch die Princess. Sie kann ja nicht zu einer Frau gehen und sagen, du bist es. Wisst ihr, wie ich meine? Das geht ja auch nicht. Sehr so schön. Danke. Also für mich ist ganz klar, dass alle Frauen mehr Feedback verdienen würden. Aber ich bin wirklich überfordert. Ja, genau, das meine ich. Okay, dann hat es gar nichts damit zu tun, dass es die Princess ist und ein bisschen gucken muss, dass man da niemandem zu sehr Hoffnung macht, weil sonst ist ja auch nicht mehr spannend. Das ist ja immer noch eine TV-Show. Sondern dass es wirklich an ihr liegt, weil sie gerade überfordert ist. Finde ich auch schön zu wissen irgendwie, weil als Zuschauer kannst du das ja nicht richtig einschätzen. Ne? Wir sehen das ja auch und denken, das ist alles real. Aber im Endeffekt ist es halt auch eine Show. Ich habe nicht das Gefühl, ich habe mich gut verkauft. Ich habe mich halt, ich habe mal ehrlich gesagt, was Sache ist. Und ich habe eher das Gefühl, dass das dazu führen könnte, dass sie sagt, die hat so viele Zweifel und so viele Ängste. I don't know. Ja, das kann auf jeden Fall sein. Aber ich finde es trotzdem gut, dass sie es gemacht hat. Lieber jetzt als danach, oder? Also dann würdest du ja jetzt wirklich nur die Schnauze halten, um zu gewinnen. Aber dass man dann wirklich dieses Potenzial nutzen möchte und gucken möchte, ob das wirklich was ist, ach, ich weiß nicht, ich würde da ehrlich direkt rangehen. Auch wenn ich riskiere, dass sie mich deswegen rausschmeißt. Was, stell mir vor, du sagst es danach, dann sagt Madeleine ja auch, ja toll, das hättest du mir auch vorher sagen können. Blöde Kuh. Everything is possible, meine Fresse, Junge. She's all yours. Na gut, ich nehme sie. Na gut. Käse. Das ist auch Käse. Ja, auf dieses ganze Theater. Ich habe keinen Bock auf dieses Buhlen und bla und sich darstellen und reden müssen und so. Das nervt. Glaubst du wir? Nee, aber ich bin auch nicht jemand, der sich so in den krassen Mittelpunkt drängt und die ganze Zeit quatschen muss. So. Aber das macht ja auch eine normale Unterhaltung aus. Was? Unterhalten. Ist doch so, Nathalie. Ist das ihr Problem? Sie will sich einfach nicht mal unterhalten, oder was? Ja, ja. Denkst du, du hast einen guten Eindruck bei meiner Mom hinterlassen? Ja, hab ich. Hast du nicht? Die haben gesagt, du bist ein absoluter Schleimer. Weiß ich schon. Warum weißt du das? Weil ich ehrliche, schöne Sachen gesagt habe. Okay. Ich habe wirklich versucht, einfach nur zu sagen, was ich denke und was ich fühle und wie ich dich finde. Und wie findest du mich? Ich finde dich Affentitten-Turbo geil. Unglaublich interessant. Und ich weiß, dass wir super matchen, weil wir einfach, wir können über ernste Dinge reden, wir können aber auch krass viel lachen zusammen. Dass wir uns
körperlich anziehend finden, weiß ich. Hoffe ich. Weiß ich gar nicht so genau. Also ich weiß es von meiner Seite aus, von deiner weiß ich es nicht. Und ich weiß, dass ich mich krass intensiv geöffnet habe in so einem kurzen Zeitraum, weil du mir einfach extrem gefällst. Ich fühle mich krass zu dir hingezogen. Und ich meine es krass ernst mit dir. Aber guck mal, hier auch, Madeleine sagt eigentlich nichts, ne? Die sagt nichts. Also die gibt wirklich irgendwie nie Feedback. Mir ist das vorher überhaupt nicht bewusst gewesen. War das die ganze Zeit so oder ist es jetzt erst so? Ich sag's dir ganz ehrlich, wie es ist. Anscheinend hast du ja nicht so einen coolen Ruf. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Kennt ihr die nicht oder was? Doch, oder? Oder hat sie die jetzt das erste Mal gesehen? Oder hat sie nur von dem Ruf noch nie was gehört? Ich weiß, dass meine Attitüde oft nicht so wirkt. Und ich hasse das, dass es so ist. Kann ich mit dir sprechen? Gleich, okay? Oh, ist mir viel zu dumm, ey. Hey, hast du jetzt nichts gemacht, oder was? Die hat gesagt, ich brauche noch einen Moment. Was brauchst du von mir, sagst? Ich weiß es nicht. Naja, Natalie hat probiert, kurzer Korb bekommen, aber gleich geht's weiter. Aber noch mal kurz aufs Elsas Attitude und so zurückzukommen. Das Problem ist halt einfach, glaube ich, bei Elsa ein bisschen. Also dieses Direkte und so, das ist bei mir gar nichts, woran sie bei mir aneckt. Weil dann denke ich mir, ich finde das gut, ich schätze das bei Leuten. Und ich finde es auch eigentlich oft richtig, was sie sagt. Auch wenn es irgendwie krass ist und ein bisschen wehtut vielleicht auch dem einen oder anderen. Aber es ist die Wahrheit. Und das, damit sehe ich überhaupt kein Problem. Aber dieses partout nicht verlieren können. Und selbst wenn man verloren hat, sich dann trotzdem irgendwie nochmal was zu holen, was man nicht sollte. Lo? Das ist irgendwie so ein bisschen mein Problem mit ihr. Aber kennen sie ja auch nicht. Kein Plan. Ich meine, geil sieht sie aus, ne? Ausstrahlung hat sie alles, pipapo. Ich verstehe schon, wenn Madeleine sagt, I fall for her. Ich weiß echt nicht. Ich will die Sicherheit geben, dass ich es ernst meine. Da ist halt, trotz Zweifel, ist da halt was. Na gut. So, jetzt Natalie. Vielleicht hat sie heute wieder ein paar interessante Facts für uns. Ich bin Rätsel für dich, ne? Ja. Warum? Ich finde, Madeleine ist heute irgendwie anders als sonst. Ich weiß nicht, wieso. Aber irgendwie so emotionslos, weiß ich nicht. Bisschen, als wäre sie gar nicht so richtig da, gedanklich. Weiß nicht. Stress dich nicht, ich merke das auch. Also ich bin ein super sensibler Mensch, ich merke das auch. Ich weiß. Du bist okay. Also ich finde dich mega toll, ich glaube, das habe ich dir auch gesagt. Und es nervt mich auch alles hier. Also diese ganzen Frauen, also man hat halt auch gar keine. Ich würde mir wünschen, auch natürlich wünscht man sich selber halt auch auf Aufmerksamkeit. Ne? Krass, guck mal, sie sagt genau dasselbe wie Nina. Sie wünscht sich da auch mehr Aufmerksamkeit. Naja, ist was anderes. Die wollte Feedback, sorry. Mir fällt es halt schwer, so weiterzudenken. Also weil. Mhm. Verstehe. Mir fällt schwer, eine Entwicklung bei uns irgendwie zu sehen, weißt du? Verstehe ich, ja. Ist halt so, also ich bekomme halt auch wenig. Weißt du, was ich meine? Und es nervt mich auch, wenn ich sehe, wie du Elsa anguckst und so. Wieso Elsa? Guck bitte Nina so an, danke. Und jetzt zu hören, dass ja ihr auch die Bestätigung fehlt, es ist alles sehr, sehr verwirrend. Ich glaube, jeder fehlt da die Bestätigung. Bin ich doch ehrlich mit dir. Madeleine. Durch deine Hand rum. Das ist too much. Warum soll es too much sein? Ich weiß es nicht, wie ich mit dir umgehen soll. Ich verstehe dich. Ich glaube, ich wäre auch verwirrt, ehrlich gesagt. Ich hätte Madeleine gerne generell abgeholt irgendwie in der Situation und hätte gerne irgendwie ihr ein sicheres Gefühl gegeben. Und aber ja. Ja. Ich so ja. Ich so, ja. Okay, ich brauche eure Meinung. Ja. Kannst du jetzt crashen? Ja. Ja. Geh hin. Ja, okay, ist gut. Und nein, jetzt kuscheln die aber. Hä? Jetzt kuscheln die aber. Kuscheln? Ja, ist doch okay. Ist doch egal. Weil die sind voll abgefuckt, Nina und Elsa. Was war denn eure Scheiße eigentlich hier? Heißt euch mal zusammen, nur weil ihr wisst, ihr kommt ins Finale. Ich mag, dass du so zierlich bist. Darf ich crashen? Hello. Nein. Natalie. Nehme ich mir so viel Zeit. Aha, okay. Natalie ist nach wie vor ein sehr interessanter Mensch und
Ich habe sie total ins Herz geschlossen. Aber es war ein ganz komisches Gespräch. Aber mich wundert es ja nicht mehr mit der Natalie, ne? Da ist eigentlich jedes Gespräch irgendwie komisch. So, und Elena kam dann auch mit hier so einem kleinen Törtchen um die Ecke. Jetzt kommt die mir hier so, guck. Hat sich vertan? Das ist nur ganz klein Beißer. Ich verstehe das nicht. Also ich habe wirklich das Gefühl, Elena denkt, die kriegt sie nur sexuell irgendwie an sich gebunden. Das ist so, wie ich es kenne und das ist so, was ich mache und so, wie ich es mag. Ich meine, ja, sexuell Vibes zwischen euch, 1A. Oh, warte mal kurz, juckt's. Schwitzt ein bisschen hier unter der Titte. Hallo? Aber da sollte doch viel mehr da sein, als nur dieses Sexuelle. Na? Ich würde auch nicht so viel Zeit wegnehmen. Geh doch vielleicht noch einen Zentimeter näher ran. Bisschen Platz kann ich da noch erkennen. Ich? Ja, Moment, sorry. Ich find's immer so süß wie du meine Haare. Vor allen Dingen hat's gar nichts gebracht, ne? Die Strähne da und dann bupp, ist sie wieder raus. So herrichtest. ich weiß nicht, wie du dich fühlst, aber ich öffne mich dir gegenüber und ich kann sagen, ich habe definitiv Interesse an dir. Ja. Danke, dass du mir das nochmal gesagt hast. Klar, sehr ich gerne. Unser Date auch mega, mega schön, auch wenn das sehr überraschend kam. Ja, oder? Crazy. Darf ich dir was fragen? Ja. Ich will auch nicht so im Blickfeld von den anderen sein, aber ich würde dich unheimlich gerne küssen. Okay. Ja. Du, die hat heute genug geredet beim Date, jetzt wird's wieder geknutscht. Aber nicht da, da wird sie jetzt in die Ecke für gestellt. Mhm. Ich bring dich weg, ich bring dich weg, ja. Das ist immer so unangenehm. Ja, das wollte ich gerade gesagt. Aber ist es nicht auch unangenehm, sich da jetzt in die Ecke zu stellen und zu knutschen? Weiß ich ja nicht. Fühle ich nicht schlecht für die Entscheidung, die du heute Abend treffen wirst. Wirklich. Ja. So, jetzt kurz Verabschiedung, dann geht's rein in die Kettennacht. Elsa hat hier noch ein paar kleine Worte, die ihr zuflüstert. Scheiße. Hab absolut keine Ahnung, was ich machen soll. Mich hat alles heute noch mal komplett umgeworfen in meinem Kopf. Und ich muss jetzt einfach gucken, dass ich Zugang zu meinen Emotionen und zu meinen Gefühlen finde, damit ich jetzt gleich auch eine Entscheidung treffen kann. Ja, krass aber, dass sich alles noch mal umgeworfen hat. Wieso? Wegen Nina? Wehe, du schmeißt jetzt Nina raus, Fräulein. Wehe. Nein, ich würde es ja auch verstehen. Also wenn es für Madeleine wirklich sehr wichtig ist mit dem Reisen und so und Nina da schon sagt, ich weiß nicht, ich bin sehr heimatgebunden, dann ist es so, ne? Dann ist es was, warum es nicht passt. Auch wenn es alles andere so gut passt. Boah, das war das auch. Wir hatten sehr, sehr viele tolle Cringe-Gespräche. Ey, ganz kurz, meint ihr, jetzt wo ich nochmal an die beste Freundin zurückdenke, meint ihr, dass sie genau 1A der Typ ist, den Madeleine hat? Weil die Freundin meinte blond, blaue Augen und feminin. Was ist hier los? Und sie ist braunhaarig, braune Augen. Obwohl ich glaube eigentlich, also, ja doch, so Typ Daisy. Daisy, wie hieß sie nochmal? Ich glaube, das ist Madeleines Typ, ehrlich gesagt. Können sie alle hier einpacken. Kann keiner mithalten. Ich habe mich immer sehr, sehr wohl gefühlt mit dir und habe immer gehofft, mehr und mehr kennenlernen zu dürfen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir heute beide so ein bisschen das Handtuch geworfen haben voreinander. Und ja, würde ich dir die Kette leider abnehmen. Das ist vollkommen. Und du bist mega, mega, mega toll. Und wenn es nichts wird mit mir und der Finalistin, darf ich noch mal anrufen? Was geht, Baby? Ich bin total enttäuscht, klar. Ich hätte mir auf jeden Fall gewünscht, Madeleine weiter auch draußen kennenzulernen und hätte mir das vorstellen können, auf jeden Fall, ja. Ich glaube, wenn Natalie von Anfang an mehr sie selbst gewesen wäre und das alles ein bisschen ablegen hätten können mit der Nervosität und sowas alles oder dass die Konkurrenz da ist, ich glaube, dann hätte sie es vielleicht echt sogar ins Finale geschafft, vielleicht sogar gewonnen. Weil die war schon ganz hoch bei Madeleine im Kurs, ne? Aber vielleicht war sie auch nur so bei Madeleine hoch im Kurs, weil sie so hard to get war.
Das kann natürlich auch sein, weil das macht die Leute natürlich auch irgendwie interessant, ne? Ja, du hast mir heute gesagt, dass du gerne mehr Feedback, mehr Bestätigung, mehr Rückmeldung von mir gehabt hättest, was ich sehr gut verstehen kann. Und dass bei dir so ein bisschen der Fluchtinstinkt auch jetzt immer mal wieder hochkommt. Und hast eben auch gesagt, wir sehen uns bald wieder. Und ich hoffe, dass morgen bald genug ist und hoffe, dass du bleiben möchtest. Der Vorschlaghammer gibt alles, aber Nina, sagst du mal bitte was? Alter, was? Ich komme hier wieder. Ich weiß auch nicht, was hier abgeht. Okay. Krass. Ich dachte, die verarscht jetzt so auf den, aber die meint das ernst, dass die jetzt so lange überlegt hat. Weiß ich nicht. Oh nein! Aber das ist ehrlich und das finde ich toll. Und dafür kriegst du eine grüne Fahne, weil das hat so, also so dicke Eier musst du erstmal haben. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn du bleibst. Ja. Ich wusste wirklich nicht, ob ich hier bleiben will. Ich wusste es einfach nicht. Das Einzige, was irgendwie geholfen hat, dass sie mir echt nochmal in die Augen geguckt hat und gesagt hat, sie würde sich echt darüber freuen. Und das war so mal Feedback. Aber sorry, sagt die das nicht immer zu jedem? Ich freue mich, wenn du bleibst. Ich freue mich, wenn du die Kette behältst. Also es war jetzt auch ein bisschen lächerliches Feedback, wenn man es so sieht, oder? Wir hatten echt wunderschöne Momente zusammen. Wir haben sehr, sehr schöne Küsse zusammen. Ich war mir am Anfang immer ein bisschen unsicher. Du bleibst. Ich weiß es nicht. Doch. Wegen Daisy. Sie so, hey, die gab's ja auch noch, die Daisy. Also Elena so. Dann hat sich auf einmal irgendwie alles so krass geändert und es ging irgendwie nur noch steil hoch und hab einfach immer mehr Interesse an dir gehabt. Und wir haben einfach so, so tolle Momente miteinander gehabt. Und ich habe dich so krass in mein Herz geschlossen. Aber irgendwie fehlt da noch so diesen kleinen Platz drauf. Elena ist raus. Gehe ich mal von aus, ne? So klingt es für mich. Und Madeleine macht das fick und fertig. Super. Okay. Wirklich. Das tut mir voll leid. Ich fühle mich nicht schlecht. Klar, so ein bisschen verletzt bin ich schon. Ich bin mit einem sichereren Gefühl in die Happy Hour reingegangen. Anscheinend hat das einfach nicht so gepasst jetzt. Ja, beide. Nein. Ja, das heißt, Elsa und Nina sind im Finale. Leute, wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Mein Selbstbräuner löst sich ab. Sieht man das? Zu 100%. Schön. Schönes Gefühl. Ja. Und das war's mit der heutigen Folge. Wir gucken rein, wie es weitergeht. Das Finale. Es wird heute auf jeden Fall die allerschwerste Entscheidung. Einfach irgendwie eine wirklich crazy Achterbahnfahrt. Ja. Wenn ich mit denen küsse, vergesse ich einfach alles, was um mich passiert. Ich fühle mich unglaublich verbunden zu Madeleine. Jetzt werden wir einfach sehen, was Madeleine für eine Energie in ihrem Leben möchte. Ich frage mich immer noch, ob du wirklich ernst meinst oder nur gewinnen möchtest. Das war's heute, Süßen. Wie fandet ihr? Schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, was denkt ihr, wer wird nächste Woche das Finale gewinnen? Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag wie immer und vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann. Haut rein. Peace.